Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Kinderspielzeug. Ich habe heute was richtig Cooles für euch und zwar die Squooshy Magische Softknete. Hergestellt wurde sie von Beluga und ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Und ich denke mal, das ist eine Play-Doh-Alternative. Ich frage mich, was an der Knete magisch ist. Sie soll vor allem besonders weich sein. Weizen- und glutenfrei. Ich denke nicht, dass das das Magische daran ist. Jedenfalls können wir mit diesem Set Burger machen. Wir haben hier braune Knete, glaube ich, dabei für die Fleischpatties. Außerdem grün für Salat, rot für Tomaten, gelb für das Brötchen und natürlich auch für die Pommes. Das Ganze kann dann so aussehen, wenn es fertig ist. Ich hoffe, meins gelingt mir auch so gut. Wir packen das Set jetzt einfach mal aus und schauen gemeinsam rein. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Knete. Die kommt in solchen Blöcken. Außerdem ein Teller, ein paar Pappschächtelchen. Da können wir dann auch unsere fertigen Burger und Pommes aus Knete hineintun. Das hier ist die Anleitung mit allem, was dabei ist. Und das war's auch schon. Der Karton ist leer. Das war jetzt alles dabei. Einmal der Teller. Dann ein Messer, außerdem die Pappschächtelchen für den Burger und auch nochmal für die Pommes. Und diese Förmchen für Salat, Tomate, das Fleisch und hier noch für die Burger. Braune Knete ist übrigens, glaube ich, nicht mit dabei. Das hier ist orange Knete, aber braun lässt sich ja mischen. Und ich habe jetzt mittlerweile auch herausgefunden, was an Squooshy so besonders ist. Diese Knete ist magisch, weil sie niemals austrocknet und sehr, sehr dehnbar ist. Von der Konsistenz erinnert sie mich aber total an Supersand. Die ist so richtig faserig, gar nicht so wie Play-Doh-Knete, sondern sie zerfällt dann so. Das kann man dann hier wirklich richtig toll beobachten. Also Squooshy ist super dehnbar und formbar, trocknet niemals aus und hinterlässt keine Rückstände. Im Prinzip so eine Mischung aus Supersand oder Kinetic Sand und Knete. Mal gucken, wie sie riecht. Ziemlich geruchsneutral, also jetzt nicht unangenehm. Die Farben, die mit dabei sind, sind orange. Und es macht echt super viel Spaß, damit rumzuspielen. Und es sieht echt richtig cool aus, wie diese Knete zerfließt. Also orange haben wir, dann haben wir noch grün. Das sieht dann so aus. Man kann diese Squooshy-Knete übrigens super gut auch einfach warm spielen, dann wird sie noch geschmeidiger. Wenn sie dann zu geschmeidig ist, einfach 5 Minuten liegen lassen, dann entspannt sie sich sozusagen wieder. Also grün, gelb, rot und orange ist mit dabei. Ich frage mich jetzt allerdings, wie man aus diesem Squooshy, aus dieser magischen Softknete Dinge formen kann, denn wenn das Material so zerfließt und dehnbar ist, dann bezweifle ich ja schon fast ein bisschen, dass unsere Burger und unsere Pommes überhaupt halten werden. Nicht, dass sie dann einfach so wie die Knete hier so auseinanderfallen. Das allerdings werden wir im nächsten Video herausfinden, wenn wir die Squooshy magische Softknete zu Burger und Pommes verarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Hinterlasst mir nette Kommentare, ob ihr schon mal mit Squooshy irgendwas gemacht habt, also ob ihr schon mal damit gespielt habt und was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao!